Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Leute, im letzten Part ging es heiß her. Wir wollten zu Zelda, doch dann wurde unser Albtraum wahr. Zelda musste fliehen von Ganondorf, konnte uns aber noch ihren Besitz, die Ocarina der Zeit, herwerfen. Wir konnten ihn fangen. Wir konnten sie fangen. Fangen haben wir sie ja nicht, aber wir haben sie halt dann aus dem Wasser gefischt. Haben jetzt ein Lied gelernt, das soll man in der Zitadelle der Zeit spielen, nachdem wir die drei heiligen Steine hingelegt haben. Ach, Leute, das machen wir heute alles. Jetzt geben wir zuerst mal dem Maskenhändler hier sein Geld. Oh, großartig. Du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Schädelmaske die 20 Rubine. Bezahlung erhalten. Was hast du denn jetzt? Ich glaube, das ist neu. Geistermaske, eine traurig blickende Holzmaske. Nehmen wir die. Die Geistermaske, trage sie mit dir. Um sie zu zeigen. Eine Menge Leute kannst du damit erschrecken. Okay, wir werden irgendwann mal einen Besitzer dafür finden. Voll Verlust gemacht. So Leute, jetzt zeige ich euch was. Das kann man nur jetzt in diesem Zeitpunkt entdecken. Hier. Dieser Soldat hier, der wird nie wieder da sein und war davor auch nie da. Nur jetzt nach dieser Zwischensequenz ist er da. Oh, bist du der Junge aus dem Wald? Endlich treffe ich dich. Ich muss dir etwas mitteilen. Ganondorf, der Herr der Geruder, hat unseren König verraten. Impa hat die Gefahr erkannt und ist mit Prinzessin Zelda aus dem Schloss geflüchtet. Ich habe versucht, Ganondorfs Leute daran zu hindern, ihnen zu folgen, aber ohne Erfolg. Die Prinzessin hat auf einen Jungen aus dem Wald gewartet. Auf dich. Sie wollte dir etwas geben. Wenn du es hast, dann eile zur Zitadelle der Zeit. Er rührt sich nicht mehr. Ja, Leute, die Wache ist jetzt vor unseren Augen verstorben. An seinen Verletzungen erliegen. Das sieht man ja nicht oft in Zelda-Spielen oder generell in Nintendo-Spielen. Hier als kleines Secret. Ja. Bila ist also wirklich ernst, Freunde. Glaubt's oder glaubt's nicht? Wir müssen zur Zitadelle. Und der Opa hier, der hat ganz viel rumgechillt. Wir müssen zur Zitadelle der Zeit das Lied spielen. Und schauen dann, was dann passiert. So Leute, schaut mal das fröhliche Treiben hier an. Noch ein letztes Mal die schöne Stimmung. Und ich dachte, wir haben das Spiel jetzt durchgespielt. Hä? Was sagst du? Ach, die reden auch noch darüber. Hallo Mädchen, red mit mir nochmal. Hallo. Alte, was sagst du? Der Typ auf dem schwarzen Pferd war bestimmt Ganondorf, der Herr der Gerudo-Kriegerin. Aha. Hey, du siehst gut aus. Aha. Verglichen mit dem Schneiden vom... Okay, sonst ist da keinem aufgefallen, dass die Prinzessin da durchgeritten ist, dir, alte Schachtel. Ich habe das Gefühl, dass noch viel Schreckliches passieren wird. Vielleicht sollte ich abhauen. Mach das mal lieber. Vor kurzem sah ich noch ein goldiges, kleines Mädchen hier. Vielleicht ist sie zum Schloss gegangen. Wer weiß, meinst du jetzt Marlon oder Zelda? Im Schloss ist etwas Schlimmes passiert. Sei lieber vorsichtig, Kleiner. Gut. Da ist sie, die Zitadelle der Zeit, Leute. Wir wissen, was wir zu tun haben und dementsprechend werden wir das jetzt auch tun. Voll die Standbilder. Aber hat auch seinen Charme. Zitadelle der Zeit. Ein sehr wichtiger Ort in der Zelda-Reihe. Unsere Ocarina schaut sie euch an. Sie gibt dem Spiel ja seinen Titel. Thank you.
drei heiligen Steine. Auf diesen Moment haben wir hingearbeitet, Freunde. Schon einige Abenteuer haben wir erlebt, um diese zu bekommen hier. Epischer Moment, Freunde. Jawohl, jetzt können wir da durch, oder was? Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jener mit den drei heiligen Steinen nehme seine Ocarina zur Hand und spiele die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Wir haben ja gemacht. So, Leute. Episch, episch, episch. Michi, ist das nicht? Diese legendäre Klinge. Das Masterschwert. Ja, Leute, das Masterschwert ist natürlich auch in der Zelda-Reihe sehr, sehr bekannt oder halt sehr prominent. Ein heiliges Bannschwert. Das ist eigentlich immer mit dabei. Es ist der Wahnsinn. Leute, und jetzt kommen wir zu einem epischen Moment hier in der Zitadelle der Zeit. Ihr wisst, was passieren wird. Wir müssen es rausziehen. Leute, und wir alle wissen natürlich, was hier hinten ist. Hier hinten. Hier irgendwie in diesem Fenster. Das erfährt man ja auch, was sich da oben verbirgt. Leider kann man in diesem Spiel nicht da hoch. In Twilight Princess allerdings. Kommt man ja vielleicht auch in diesen Tempel und begibt sich dann da weiter vor. Aber egal, Leute. Jetzt atmen wir nochmal ein und aus. Leute, seid bereit. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Okay, also war das irgendwie kontraproduktiv, dass wir da gemacht haben. Michi. Hoppala. Wach auf. Du bist der Auserwählte. Du? Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitfels zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Michi, erschrick nicht. Schau dich an.
sind erwachsen. Sieh nur, Michi, du bist gewachsen, du bist älter geworden. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist. Ja, ja. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Gernendorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich, durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Das Amulett des Lichts. Rauru, der Weise, gibt dir seine Kraft. Aha. Ja, Leute, jetzt wissen wir unsere Bestimmung und was wir zu tun haben. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Jetzt fängt es nämlich erst richtig an, Leute. Wir sind erwachsen. 7 Jahre sind vergangen. Zeitsprung, Leute. Mal schauen, wie sich die Welt so verändert hat, was passiert ist. Wir sind hier zurück in der Zitadelle der Zeit. Alter Erwachsenmann. Michi, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohem Berge, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Sheikah, überliefert wurde. Ich bin Sheik. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Sheikah an. Aha. Wahrlich, du siehst aus wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Einer der Sheikah, wir kennen ja schon eine andere der Sheikah,
eine andere, die zum Volk der Sheikah gehört, nämlich Impa. Jetzt kennen wir schon den zweiten, Sheik. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Mishi? Woher kennst du meinen Namen? Alter Sheik. Ja gut, wir wissen, was zu tun ist. Alter, ist der klein irgendwie. Okay, lieber Sheik. Alter, irgendwie alles voll dunkel. Als Kind war hier alles voll hell erleuchtet. Also kam Licht rein. Ist alles irgendwie dunkel. Ja gut, Leute. Schauen wir uns ein bisschen in der Stadt um, oder? 7 Jahre sind vergangen. Lange Zeit. Naja. Wird schon werden, oder? Oh mein Gott! Alles heruntergekommen, zerstört. Wo ist die Musik hin? Alter, alles zerstört, Marktplatz! Fuck, Mann! Hier war's so fröhlich einst. Alter, Zombies oder was das ist? Alter Falter. Ein Zombie ist, sein Blick paralysiert dich. Wenn er dich anspringt, versuche durch einen Knopfdruck zu flüchten. Alter Mann, ist das ungemütlich hier. Scheiße, ey. Geh mal hier lieber. Alter! Die 7 Jahre haben ihre Spur hinterlassen. Was ist hier drin? Alter, 7 Jahre sind ver... What the fuck? Hallo? Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz armselig und mutig. Du heißt Mishi, nicht wahr? Schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. What the fucky? Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Alter, was für ein zwielichtiger Kauz, Mann. Ein Anhänger von Ganondorf, oder wie? Okay, Leute, nach Kakariko müssen wir. Alter, so, es war einst so fröhlich und schön hier und jetzt... Lianische Steppe. Wo ist die Zugbrücke? Okay, die wurde zerstört. Ich gehe nicht weiter drauf ein, Leute. Ihr könnt euch selbst denken, was hier geschehen sein muss. So. Immerhin sieht es hier noch gleich aus wie vor all den Jahren. Alter, Leute, ja, ziemlich story-intensiv gerade, aber so muss das sein, oder? Wir müssen die Tempel aufsuchen und die Weisen irgendwie retten oder so. Ja, und um in den ersten Tempel, den Waldtempel zu kommen, müssen wir jetzt hier irgendwas finden. Alter, hey, die kennen wir doch. Die sind doch aus Hyrule-Stadt. Schau dir den an! Seit er aus dem Schloss entkommen konnte, ist er noch ängstlicher. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Geist von Boritz, dem Totengräber, im Grab verschwinden sehen. Man sagt, er lagere viel Wertvolles dort. Was, Boris? Boris ist verstorben? Nein, komm schon.
Hey, die Baustelle ist fertig. Yahoo. Ja, jetzt müssen wir die Stadt erstmal ein bisschen erkunden. Aha. Wir alle haben Schweres durchgemacht, aber wir möchten das lieber für uns behalten. Schau dir den Bärtigen auf dem Bett an. Ich wette, sogar einer wie er hat seine Probleme. Hallo Hundefrau, schau ihn an, den Bärtigen. Ich glaube, sie haben ihn von der Farm gejagt. Er hängt immer nur faul herum, den ganzen Tag lang. Das ist ziemlich gedankenlos in derart schlimmen Zeiten. Ha, den kennen wir doch. Talon. Marlon, geht es dir gut? Oh. Mama mia, tut mir leid, wenn du dir Sorgen machst. Okay. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal alles wieder anschauen, was sich so verändert hat in der vielen langen Zeit, die vergangen ist. Oh, den Opa kennt man doch auch aus Hyrule-Stadt. Viele Leute sind entkommen. Es ist lange her. Da ist hier ein Mann, von dem man sagte, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Aha, Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Was ist, wo ist Reiz? Nein, Steve, ein Hinweis. So. Was ist hier los? Wohnte da nicht ein böser Mann? Ah ja, er wohnt immer noch hier. Hey, Junge! Du bist fast erwachsen und betrittst ein fremdes Haus ohne Erlaubnis? Ich will mit deinen Eltern reden. Na egal. Das hier ist sowieso nicht mein Haus. Das ist das Haus der mächtigen Impa. Die mächtige Impa ging zum Friedhof, um eine widerliche Kreatur zu bezwingen. Seit Ganondorf aufgetaucht ist, wimmelt es nämlich von ekeligen Kreaturen. Nur die mächtige Impa hat für Frieden in unserem Dorf sorgen können. Merkt ihr das gut, mein Junge? Nun gut. Apropos Impa, sie ist noch immer nicht zurück. Ich frage mich, was da passiert ist. Ich habe gehört, dass der Geist des Totengräbers öfters noch auf dem Friedhof hinter dem Dorf herumspukt. Aber das ist nicht so wichtig. Wieso ist das nicht so wichtig, Mann? Voll creepy. Also, der Totengräber scheint tatsächlich gestorben zu sein. Er tut mir ja irgendwie leid. Halt, er führt ein zurückgezogenes Leben beim Friedhof. Ist einsam gestorben. Oh, die Hühnerfrau ist auch noch hier. Hallo Anju. Oh, ich meine Hühnerfrau. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Jo, kann man so sagen. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bringe es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Ja, mach mal doch. Mach mal doch, gute Frau. Du hast dein Ei ausgeliehen. Bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr benötigst. So, ja. Alter, voll hier zu gemauert, aber nicht mal verputzt drauf oder angemalt. Tolle Arbeit, oder? Was ist jetzt hier? Wer wohnt hier? Alter! Schießbude. Schießbude, aha. Ah, Schießbude, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Dies hasst der Betreiber. Leute, die an der Theke lehnen. Leute, die andere belästigen. Okay. Gut, dass das da steht. Alter, guckt ihn euch an, Mann. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Ja, okay, mit unserer Steinschleuder geht das doch. Okay. Das ist nur was für echte Kerle. Berühmteste. Lol, wir haben den Bogen schon? Wieso kann ich das spielen, obwohl ich den Bogen noch. Ist mir wurscht. Ich dachte, das kann man erst spielen, wenn man einen Bogen hat. Oh, jetzt habe ich gespoilert, dass man den Bogen bekommt. Ja, Leute, man bekommt tatsächlich einen Bogen im Spielverlauf. Hm.
Jawohl, alle auf Anhieb! Wow! Ich bin begeistert, klasse, göttlich! Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich! Du hast 50 Rubine erhalten. Leck mir am Arsch. Kommt man doch was viel Besseres nochmal. Alle auf Anhieb, Mann. Ihr könnt stolz auf mich sein, Leute. Brunnen. Überall Gerüchte und neues Hören sagen, die Windmühle pumpt das Wasser aus dem Brunnen nach oben. Doch jetzt ist er ausgetrocknet. Das können wir jetzt da runter. Da war ja, als wir ein Kind waren, war da noch Wasser drin. Au, au. Okay. Hier scheint sonst nichts zu geben. Nö. Na gut, tun halt nicht. Aber ich bin mir sicher, der Brunnen wird nicht ohne Grund hier sein. Das wird schon noch wichtig, denke ich. Ja, Schatzi. Sollen wir Chic glauben und nach Kakariko gehen? Ja, das sind wir schon. Ist die dumm. Da waren wir schon drin. Und den kennen wir auch aus Hyrule Stadt. Bitte, verkauf mir etwas mit C. Verkauf mir etwas, bitte, in einer Flasche. Ja, sehr nett, du Drucke. Ah, das ist der Shop, oder? Genau, den kennen wir ja. Bazaar, genau. Den hat es auch in Hyrule Stadt gegeben. Der ist jetzt hierher geflohen, offenbar. Was ist hier jetzt? Lol, wer ist das? Magieladen, willkommen! Mit einem Verkäufer sprechen. Ist das eine Frau oder ein Mann? Eine alte Vettel betreibt den Hexenladen hinter diesem Shop. Nimm die Tür links. Neben der Theke, wenn du hinein willst. Aha. Für seine Energieleiste voll. Ja, das nehmen wir. Das kaufen wir doch, oder? Ja, so Hexenmagieladen, Leute. Hinten ist tatsächlich ein Hexenladen. Den schauen wir uns jetzt auch an, Leute. Nein. Danke, schöne Frau oder schöner Mann. Ich weiß nicht, was du bist. So. Alter. Hier, das muss das sein. Das war ja geschlossen als Kind. Magieladen. Alter! Ich habe gehört, dass die verlorenen Wälder ein mysteriöser Ort mit vielen noch seltsameren Gewächsen sind. Ich würde gern mal eine Medizin mit einem der seltsamsten Gewächse zusammenbrauen, die es dort gibt. Ich sehe vielleicht nicht mehr so gut. Aber meine Nase ist noch sehr fein. Alter, ihre Tiger. Ihr Tiger. Baby-Tiger, alter Mann. Okay, kann man bei dir nichts kaufen? Offenbar im Moment nicht. Alter, voll die Hexe, voll die alte Hexe. Und dann nicht rein. Gruseliger Schuppen, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, jetzt waren wir in jedem Haus, in das wir rein können, oder? Aktuell. Ja, das Skulptura-Haus könnte man noch reinschauen, aber das sieht eins zu eins gleich aus. Da hat sich gar nichts verändert. Ja, wäre auch komisch, wenn 7 Jahre später alle geheilt wären. Nee, das liegt in unserer Hand. Und natürlich gibt es auch als Erwachsener Skulpturas zu finden, Leute. Hoppala, sorry. Hey, welch eine Nervensäge, die uns da stört. Denkst du das nicht auch, meine Liebe? Alter, du Schönling, du. Bam. So wird's gemacht, Freunde. Was ist das hier? Ein Felsen, der war früher aber nicht da, oder? Ja, Leute, im nächsten Part werden wir dann mal zum Friedhof gehen und mal schauen, ob was an den Gerüchten dran ist.
Viel hat sich verändert. 7 Jahre, Leute, sind vergangen und die Welt hat sich verändert. Einiges scheint passiert zu sein. Wir müssen das alles erkunden, erforschen und es kommen große Dinge auf uns zu, Leute. So viel steht fest. Ich kann es kaum erwarten, das alles mit euch zusammen zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Happy Gaming und viel Spaß!